Willkommen zurück zu Gothic 3, wo wir hier auf der Hochebene von Silden sind und es ganz schön viele Wildtiere gibt. Bisons, Hirsche und es ist sehr schön weitläufig hier. Das ist echt schön gemacht und ich wollte mir ja hier die Metalltruhen holen. Deswegen habe ich im letzten Part Metallschlösser-Truhen knacken gelernt. Jetzt können wir die Metalltruhen öffnen. Alter, da grunzt was. Ja, es sind, oh, magisches Erz. Das sind Ripper, die da grunzen. Gefährliche Biester. So, da vorne an der Hütte war auch noch eine Metallkiste. Und wir können ja auch mal in die Höhle da reinlucken, ne? Können wir auch mal machen. Hi, Bison. Ich find's schön, dass die friedlich sind. Ich werde sie auch irgendwann bekämpfen, weil sie Felle geben und so und die sind halt echt wertvoll zum Verkaufen. Und man braucht hier halt echt das Geld. Aber ich finde es schön, dass sie erst friedlich sind und einem nichts wirklich zu tun. Na, aber wenn man sie angreift, dann kommen sie auch mit der ganzen Herde an. Logischerweise. So, ich hoffe mal. Ich weiß nicht, was hier drin haust, ne? Und dadurch, dass wir gerade ein magisches Erz gefunden haben in einer Metalltruhe, speichere ich ab. Falls ich sterbe, weil in den Kisten ist immer random generiertes Zeug. Das heißt, wenn wir wieder rangehen an die Kiste, ist da nicht unbedingt wieder Erz drin. Magisches Erz, ach, Ripper. Hi. Es ist so gut, dass diese Taktik so gut funktioniert mit dem Vor- und Zurückgehen. Da ist auch noch eine Truhe. Okay, wir nehmen am Ende alles aus. Ich weiß nicht, wie viele da drin sind. Ein paar. Die sind halt echt noch mit mehreren gefährlich. Ich hätte wegspringen können, weglaufen können, mich heilen können, aber habe ich nicht. Wie man unschwer an meinem Tod erkennen konnte. Und jetzt lebt hier halt der Ripper auch wieder, ne? Das ist ein bisschen doof, aber den prügeln wir. Alter! Hörst du auf? Danke. Pass mal auf, wir haben Heilung. Sehr geil. Und wir haben vielleicht auch noch so ein bisschen was. The good old fireball. Ist auch so ein bisschen laggy, ne, der Ton vom Feuerball. Feuerball. Vom Feuerball. So rum. Kommen immer noch zwei. Aber kriegen wir hin, kriegen wir hin. Okay. Speichern. Ich weiß nicht. Ah, Kacke. Wir haben Krankheit. Deswegen geht unsere Ausdauer ganz, ganz langsam nur hoch. Das ist ein bisschen doof. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Haben wir halt auch noch nicht, ne? Schutz gegen Krankheit. Aber wir haben da noch genug Tränke gegen. Und Ausdauer regeneriert wieder. Super. Also, regeneriert wieder sehr gut. Ne? Eben nur so ganz, ganz bisschen. Jetzt wieder sehr, sehr schnell. Eidechsen. Und eine Metalltruhe. Ja, komm. Oh, Blitzschlag. Amulett der Lebenskraft. Ein magisches Erz, ein Erzrohling. Geil. Warte mal. Warte mal.
Wir haben Stärke. Ja, das ist natürlich. Das ist jetzt die Frage. Mehr Leben? Wir hatten schon ein Lebensamulett, sehe ich auch gerade. Wir haben jetzt zwei. Mehr Leben oder mehr Stärke? Wir haben 250 Leben. Ich glaube, wir brauchen doch eher die Stärke, ne? Unser Leben mit 250 ist in Ordnung. Sind ja bisher auch ganz gut zurechtgekommen. Aber jetzt haben wir das doppelt, das Amulett, und können es einmal verhökern. Oha. So viele Spruchrollen. Was ist da los? Gut, dann wird diese Höhle gesäubert. Finde ich gut. Haben wir mal einen kleinen Abstecher, eine Höhle gemacht. Völlig unrelevant mit Sillen, hat nichts damit zu tun, irgendwie Ruf in Sillen zu bekommen. Aber ist einfach auch mal gut und schön, was anderes zu machen. Und nicht immer nur die Quests und so, sondern auch ein bisschen was sozusagen alleine zu machen. In dem Fall eine Höhle zu erkunden. Finde ich gut, finde ich gut. Alter, grad leckt es hier wieder wie Sau. Ja, komm, Alter, jetzt krieg dich doch mal ein Spiel. Weißt du, als hätte ich so einen richtig schlechten Billo-Rechner, der das nicht gebacken kriegt. Das kann irgendwie nicht sein. Das war super. Komm. Geh weg, Scavenger. Oh, da sind noch einige. Sag mal hier, sag mal. Gut hier. Alle ausnehmen. Gut, dann würde ich sagen, wir speichern nochmal ab und wir haben hier jetzt eine Aufgabe, eine Mission, die ich nicht so wirklich mag, bin ich ganz ehrlich, aber die gemacht werden muss, und zwar ist es die Mission, hier steht das gerade gar nicht, zumindest sehe ich es nicht. Nur töte die entlaufenden Sklavenhaushelden. Wir werden sie erstmal nicht töten, sondern ausfindig machen und... Uha! Alter, auf einmal die Musik! Und ins Rebellenlager bringen. Hat uns ja Enoch gesagt, dass wir das machen sollen. Also er hat uns drum gebeten. Oh, warte mal, hier sind Blutfliegen irgendwo noch, ne? Das sind... Ja, da unten ist übrigens ein... Oder sind mehrere Waage. Oh! Sag mal, was kommt denn da bis dahin? Wie man die Schmatzen hört. Das ist mein Fleisch. Wow, wow, Alter. Oh, hab ich mich gerade verjagt. Oh, hab ich mich gerade verjagt. Boah, wo kommt der denn her? Hab ich mich gerade verjagt. Du Sau. Unfassbar. Kommt der von hinten? Der Sack. Alter, unfassbar. Aber ich hatte doch eben auch den Bogen gezogen und der wurde mir doch nicht angezeigt. Sag mal, ich hasse das, wenn er sein Schwert, wenn ich das Schwert ziehe, er zieht und direkt wieder wegsteckt. Das ist so dumm. Weißt du, ich lass die jetzt, Alter, da unten. Könnt mich mal am Sack lecken. Also, nein, natürlich nicht. Aber das war gerade, da habe ich mich gerade echt verjagt. Ich habe mich ja in Gothic 2 schon ein paar Mal verjagt. Wenn so ein Vieh von der Seite ankam. Und hier habe ich auch ein paar Mal, naja, mich nicht verjagt, aber habe ich es ein paar Mal spannend gemacht. Wie jetzt zum Beispiel wieder. Okay, das war nicht so spannend. Das ging noch. Aber, da habe ich mich gerade jetzt wirklich sehr verjagt. Ist schön, dass man die Blutfliegen hier so toll sieht.
Da läuft doch einer. Na komm. Die sind schnell, die Viecher, ne? Denkt man gar nicht erst so. Komm, Alter, wehe, du vergiftest mich. Kommt der von der Seite? Kommt der von der Seite und der andere von hinten? Es wird kritisch. Kackviecher. Es ist so doof, Alter. Warum fliegst du weg und kommst dann wieder und... Ach, es ist doch zum Kotzen manchmal. Na, kommt der Wag wieder? Ich habe jetzt keine Ahnung, wo die andere, die dritte lag, aber ganz ehrlich, auf den Blutfliegenstachel verzichte ich jetzt mal. Oh, komm schon. Was ist denn hier los? Guck mal, der geht auch wieder weg. Ich verstehe das nicht. Aber na gut. So, da sind schon drei. Drei von fünf. Die holen wir gleich ab. Davor gehen wir erstmal hier hin. Ich meine, ganz ehrlich, Scavenger sind eigentlich wirklich tatsächlich... geschenkte Lernpunkte. Geben deswegen auch wahrscheinlich nur 50. Ich finde es cool, dass hier so Scavenger-Eier einfach so manchmal rumliegen. Also gerade hier jetzt in der Gegend. Sonst normalerweise nicht so. Aber davon liegt auch wieder eins. Aber die sind nicht besonders schwer zu bekämpfen. Du wirst hier nicht lange überleben. Ich weiß. Was soll ich tun? Ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. Ich speichere. Und jetzt sammeln wir noch die anderen vier Sklaven ein. Drei, wie gesagt, saßen da unten schon. Die haben wir ja schon gesehen. So, er wartet. Hier haben wir eine Drachenwurzel, sehr geil. Wenn man daraus einen Trank macht, oder da, das ist eine Zutat, die wir für einen Trank benötigen, der dauerhaft Attribute verbessert. Du Scheißvieh. Ja, da ist noch ein. Das habe ich mir schon gedacht. Die treten nicht alleine auf. Ungeil. Die sind pechschwarz. Da sehe ich sie natürlich jetzt hier im dichten, dunklen Wald nicht so gut. Jetzt wird es auch noch Nacht. Das kommt auch noch dazu. Und deswegen möchte ich hier eigentlich schnell wieder raus. Wir können hier jederzeit nochmal später hinkommen. Die wollte ich jetzt eigentlich gar nicht anlocken.
Okay, er hat hier keine Truhe. Weißt du, ich würde es ja verstehen, wenn's... Leck mich. Ich würde es ja verstehen... Och, komm. Ich würde es ja verstehen, wenn ab und zu mal so ein kleiner Ruckler drin ist im Spiel, weil die Welt halt wirklich groß ist, weil es damals nicht perfekt programmiert worden ist und so. Aber so oft... Geh doch nicht auf den Sklaven. Wieso sollte ich denn den Sklaven anvisieren? Was habe ich davon, den Sklaven anzuvisieren und nicht, Das habe ich nur gemacht, weil er mir die Erfahrung vom Wildschwein geklaut hat, ja? Einmal heilen, bis er wieder aufsteht. Oh, mein Kopf. Ja. Du kannst hier nicht bleiben. Das habe ich auch schon gemerkt. Ich bring dich weg. Gut. Komm mit, mein Freund, den ich gerade eben niedergeschlagen habe. Komm mit, ich bring dich weg in ein sicheres Heim. Und jetzt, der ist wieder weg, ne? Jetzt stehen hier wieder nur vier. Ach so, nein, sind ja insgesamt fünf. Hier, ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. Sehr schön. Ich bring dich woanders hin. Ich bring dich woanders hin. Sehr gut. Ich dachte schon, ich müsste hier verrecken. Achso, ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. Hey, ich bring dich hier weg. Ich bring dich hier weg. Alles ist besser, als hier von Tieren gefressen zu werden. Na, Tiere kannst du das hier nicht nennen. Ich bring dich weg. Gut. Bis vielleicht auf die Wildschweine. Und hier oben hast du keine Überlebenschancen. Hier oben hast du keine Überlebenschancen. Hast du eine bessere Idee? Ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. Ich sag dir nicht wohin, aber es ist gut. Weil es ist alles besser als hier in der Wildnis. Wo wilde Tiere und Monster lauern. Wo die Überlebenschancen für so einen Sklaven nicht wirklich groß sind. Hallo, kommst du mit? Ja, bist du doof? So, und das wird jetzt halt echt spaßig, ne? Der eine spackt da schon rum. Jetzt kommt er. Das wird jetzt echt spaßig, die zum Rebellenlager zu bringen, wo wir übrigens noch nicht waren. Da gehen wir noch hin. Wir sammeln uns hier. Denn wir müssen vorbei an den Wagen da unten. Und wenn ich mal so schaue, einer, ein Scavenger, der ist sehr nah der Wag. Ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge genauer an. Das wird echt schön werden. Aber es muss gemacht werden. Und in dem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal zu Gothic 3.